Robert zockt mit euch. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Robert zockt wieder Age of Empires. Direkt weitergespielt hier in unserer letzten Herausforderung von der Kampagne. Hier unsere fleißigen Goldgräber, die machen schon los. Und erstmal kurz wieder reinfinden. Schrift wollten wir nie wegen Architektur. Ah, ne, wir brauchten ja Gold. Für die nächste Zeit hier. Wie heißt es? Eisenzeit. Genau, da können wir dann nämlich auch richtig geile Truppen dann bauen. Da wir jetzt aber keine Gegenwehr mehr kriegen, würde ich sagen, gehen wir mal in den Angriff hier. Traube uns mal was. Der Priester ist ja auch dabei. Ja, den können wir ruhig mit reinnehmen. Bevor sie feindliche bekehren. Müssen sie Moni-Terrorismus... Ah, da kann man auch Einheiten, also Gebäude bekehren. Und der heilt hier nämlich alle los. Nee, macht er nicht. Nee, der will die bekehren. Naja, kann er ja machen. Wo kommen die ganzen Truppen immer her? Oh, hat er den gekillt? Ja, dann heilt wenigstens unsere Leute. Derweile. Hier ist nämlich einer draufgegangen schon. Jetzt aber Angriff. Und du heilst mal derweile, Mensch. Geht das von dort hinten um? Jetzt macht er das. Ja, es ist schon ganz schön, ne? Steht der Typ unter Beschuss? Ja. Da ziehen wir den mal schnell ab. Ah, hat er nicht mehr geschafft. Egal. Na, wenigstens heilt er die ganzen Bogenschützen. Und kleinen Nächsten, los, das hier. Ich will gar keine Gebäude bekehren, ich will die bloß heilen. Jetzt kommen wir in die nächste Stufe. Die Eisenzeit geht's jetzt. Wie langsam der Turm schießt, guck mal. Hier, Kriegsverweigerer. Gut, wir haben zwei Truppen haben wir verloren. Das geht. Ja, vielleicht wollen wir doch das alles gar nicht bekehren hier. Dann machen wir es eben so. Oh, ist auch schon kaputt. Ein Pfeil hat er gereicht. Super, jetzt sind wir schon auf der feindlichen... auf der anderen Insel. Alle Truppen sind geheilt. Haben jetzt viel zu viel Bogenschützen, aber ist nicht so schlimm. Ah, da kann ich auch Schiffe dann heilen sozusagen? Nee, das geht nie. Ja, ich dachte bloß. Ja, dann machen wir mal weiter, hä, mit den... hier eine Kaserne. Ich meine, ist jetzt zwar nicht so die Armee, die man sich so vorstellt, aber... ey, wir hier gar nichts machen. Wo will denn der hin jetzt? Genau, die hacken hier das Gold ab. Ihr hackt die Steine, das Holz. Du machst das Gebäude. Und mal, können wir mal gucken, ob wir vielleicht, Dorfzentrum brauchen wir keins. Eine Waffenschmiede, eine Akademie. Stall. Haben wir schon sowas? Nee, ne? Hatten wir eigentlich noch nie gehabt. Ein Tempel haben wir. Eine Waffenschmiede. Och, so ein krankes Teil. Bauen wir die hier hin? Jetzt geht's los hier. Jetzt aber Angriff. Nee, und du tust meinen anderen bekehren und nicht... der hat meinen Priester getötet. Boah, der Priester ist gestorben. Gottes Willen, der kostet 125 Gold. Naja, komm ruhig rein in unsere Base. Stört uns jetzt nie weiter. Nee, du, den Priester hat er getötet. Kriegst du es hin, ja? Ihr macht auch fleißig. Zwei untätige Dorf. Achso, ja, das sind die. Ja, ne, die brauchen wir nun nicht mehr. Ja, mehr Fische gibt's ja hier in die Klippe. Oh ja, hinten noch einer. Oh ja, hinten ist noch ein bisschen was. Na gut, ich kann sie nie verübeln. Ist schon ganz schön weit weg. So, jetzt sind wir in der Eisenzeit. Der höchste Zeit, die es hier gibt. Jetzt können wir erst wieder schön entwickeln. Münzprägung entwickeln. Arbeiter und Goldminen arbeiten schneller und tragen mehr Gold und sind produktiver. Da war er. So. Okay, verbesserte Türme.
aber das wird erstmal teuer hier für uns. Metallurgie entwickeln. 3 Angriffsstärke für Nahkampfeinheiten. Warte, das sucht mein Handy. Gleich was. Für Nahkampfeinheiten Bedingungen für schwer gepanzerte Reiter. Die bauen wir ja dann auch noch. Gucken, was wir jetzt hier noch an offene Gebäude haben. Hier. Genau, Kettenhemd plus 2 Rüstungsklasse für Infanterie. Kettenhemd erfinden 2 Rüstungsklassen für Bogenschützen. Bedingungen für schwere berittene Bogenschützen. Und das macht auch schon was, okay? Ja, wir haben erstmal. Genau, hier können wir nicht weiterentwickeln. Oh, Katapulte bauen. Weltwunder, ja, ja. Regierungsgebäude. Haus, das sieht ja auch geil aus, ne, das Haus. So, dann machen wir jetzt hier erstmal. Das noch ein bisschen schicki. Der arme Typ, der weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Ich schick den hier rum. So. Bauen noch ein paar Katapulte. Machen wir gleich. So, 2 reichen. Priester hoch. Ey, was ist mit dir? Ich hab schon dort hochgeschickt. Ah, da kommen die vorbei, oder was? Oh, nee. Kommen beide nie vorbei. So, ist noch alles in Entwicklung. Unsere Welle noch verstärken. Die sind gleichzeitig fertig hier. Genau, so. Handwerkskunst entwickelt hält. Holzfäller arbeiten schneller und können mehr Holz trocken. Plus Fernwaffenreichweite, Bedingungen für Helepolis. Das sind dann die Einheiten, die wir dann in der Akademie entwickeln. Akademieeinheiten bewegen sich 25% schneller. Bedingungen für, genau, Ballistik, Türme und Fernkampfeinheiten besitzen verbesserte Genauigkeit. Erhöht Schaden durch Projektile von Fernkampfeinheiten. Mehr Reichweite für Belagerungsgeräte. Brauchen wir? Marktplatz entwickeln wir gerade was? Tempel. Das Leben nach dem Tode. Plus 3 Reichweite für Bekehrungen. Bekehrung feindlicher Priester und Gebäude. Priester stellen ihren Glauben 5 Stunden schneller wieder her. Hochfuhren bewegen sich schneller und sind viel stärker im Kampf. Ach nee, das brauchen wir nicht. Bekehrt sofort feindliche Einheiten durch Opferung eines Priesters. Oh Gott. Nee. Erhöht die Heilungsrate des Priesters. Ah, wir haben so viel Gold, ey. Da können wir Zeug bauen. Hier kommt schon eine Katapulte angefahren. Stelle angreifen. Klicken Sie, um Katapulte zu befehlen, eine bestimmte Stelle einfach anzugreifen. So, jetzt noch entwickelt für die Pferde. Oh, die Türme sehen auch nice aus. Nice. Wir bauen noch einen Katapult. Brauchen wir ein paar Truppen, ne? Verbindet die Lebenspunkte der Kriegselefanten mit der Angriffsstärke der Elefanten. Wir müssen mal gucken, dass wir hier die Bevölkerungsgrenze nicht ausreizen. Wie viel hatten so ein Katapult? Wie viele Punkte? Steht nämlich gar nicht da. So, hätten wir alles entwickelt jetzt? Ja. Ich bin nicht so einer, der ja einfach immer alles entwickelt, aber gibt ja wirklich Sachen, die brauchen wir hier. Die Ballistik wäre noch was. Hier, nee, erhöhten Schaden durch Projektile von Fernkampfeinheiten. Von Fernkampfeinheiten, also schätze mal von Bogenschützen. Macht Sinn. Brauchen wir nicht davon. So, den schicken wir mal hier hinter. Mal gucken. Bewässerung, Nahrungsproduktion für Bauernhöfe mehr. Genau, da brauchen wir die nicht so schnell erneuern. Reichweite mehr für Bekehrung. Naja, wir. Ein paar Schleuderer, da brauchen wir eigentlich Uni. Aha, wir bauen hier gerade die. Oh, hier. Ist ja geil, Elefantenschützen. Krass, 600 Leben hat er. Und so ein normaler hat 45. Boah. Ist ja mega. Wo will denn das Katapult hin, sag mal? Komm, übertreibt man nicht. Lass mal den Arm. Lass mal den Arm dort. Den Arm bauen. Das kann doch eine Galeere erledigen.
Wie die alle rumrennen, nur wegen dem Endtypen. Oh, jetzt geht's los, ja. Ab in den Angriff. Ja, das ist immer die Fehlermeldung, dass der Priester hier... Dass der Priester... Eigentlich baut man Klöppe keine Kurzschwertkämpfer mehr. Eigentlich hat man ja... eine Akademie, wo man... dann richtige Einheiten baut. Oh, hier geht's los. Sieht doch geil aus. Guckt euch mal die Effekte an. Hier, guckt euch das mal an. Sieht doch mega aus. Der Typ, der schleppt hier einen Batzen Gold durch die Kante. Krass. Aber Angriff hier. Also, dass das Game so viel Potenzial hat, hätte ich jetzt nie erwartet. Ach, jetzt schießen die mit Feuerpfeilen hier. Guckt euch das mal an. Ist ja geil gemacht, ey. Sind meine ganzen Felder kaputt hier wieder? Ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich um so einen Schwachsinn zu kümmern. Kommen wir hier angelaufen. Mit Gebrüll. Elf Leute haben wir hier übrig. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Bei Stronghold könnte man die dann immer wieder wegschicken. Das hat die Bevölkerungsgrenze nicht so weit ausgereizt. Jetzt kann man nämlich bloß 50 bauen, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob es am Senior liegt. Oh, jetzt kommen die alle nicht durch. Na guten Tag, was ist denn hier los? Ich schicke die einfach alle zum Angriff und los geht's. Und der Priester, der macht mal meine Leute wieder ganz hier. So, genau. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Tja, was wir mit denen hier machen? Keine Ahnung. Können wir mal eine Akademie bauen? Katapulte greift natürlich Türme an. Priester macht Katapulte wieder ganz. Ein Jäger. Boah, jetzt werden sie aber eingenommen hier. Zerstöre Regierungsgebäude. Das ist das ähnliche Ziel, was wir haben. Wo schießt denn der hier hin? Sag mal, ach. Was wollten ihr dorthin bauen? Ein Turm? Kommt's besser, wenn ihr den Typen dort abknallst? Genau. Da kommt's nämlich gar nicht erst so weit. Oh, vorsichtig. Zieht euch mal zusammen. Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt hier. Der Typ, der kann ja mal versuchen, ihn zu bekehren. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wow. Sehe ich das irgendwo, dass das hier... Das dauert viel zu lange. Das sind immer meistens die feindlichen Einheiten schon alle tot. Ey, der mal fertig ist. Bulle sind stark, oder? Krass. Ah, ich meine, die sind ja übelst krass entwickelt, ne? Ah, hier, Hoplitten. Eine einfache und schwere Infanterieeinheit, die einen mächtigen Angriff ausführen kann. Genau sowas brauchen wir. Also, alle ruf. Wir gehen mal hinten gucken, was dort los ist. Soll keiner überleben hier. Die wollten uns auch nicht Gutes. Ah, hier sind doch noch ein paar feindliche Türme. Und mal ziehen wir zurück hier. Wenn wir so viele Fernkampfeinheiten haben, können wir uns auch die Truppen sparen. Die haben eine Reichweite, oder? Katapulte wie die Bogenschützen. Unglaublich, ey. Oh,
Oh, hier. Ah, der ist ein langsam, ne? Wo könnte man das klein wickeln, dass die ein bisschen schneller laufen? Achso, Bedingung für Legion. Haben die einen riesen Reich dort, ey, und nichts draus gemacht, nichts Gescheites. Wo ist denn dein Feld hin? Hier will. Achso, wegen der Reparatur geht der Stein weg. Mich gerade wieder gewundert. Jo, dann macht er alles kaputt. Der Priester, der kann immer ein paar Einheiten heilen hier. Das stört mich ein bisschen, dass er das nicht automatisch macht. Und dass wir jetzt so viel Dorfbewohner übrig haben. Weil ich habe keine Ahnung, was ich mit den ganzen Typen hier machen soll. Weiß ich nicht. Ein Weltwunder bauen, aber da reicht uns unser Gold nie aus. Nee, keine Kaserne. Eine Lagergrube. Wo war denn das Gold? Wo hab ich denn das gesehen? Gut, hier ist auch was. Können wir auch hinbauen. Alle geheilt, ja. Boah, die machen das ganze Nest kaputt, ey. Oh, hier. Oh, die sind bestimmt stark gegen Pferde. 120 Leben hat ein Kunde. Das hat keinen Sinn mehr, jetzt Gebäude zu bauen. Häuser zu bauen. Das ist bestimmt die Bevölkerungsgrenze komplett. Die Katapulte. Krass. Also die Katapulte sind echt stark, muss ich sagen. Es gibt ja noch mehr Einheiten, ne? Wir haben bloß noch nie alles gebaut. Kurzschwert, Breitschwert. Dann frage ich mich aber immer, berittener Bogenschütze. Achso, ne, dafür brauche ich mal einen Stall. Den haben wir noch nie gebaut. Und in der Waffenschmiede. Tja, was brauchen wir denn noch für ein Gebäude, dass man hier Phalanx? Das müssen wir mal noch rausfinden. Eisenzeit ist ja die höchste Zeit, die wir haben. Ich dachte, wir haben auch schon alle Gebäude gebaut, aber irgendwie fehlt hier noch was. Akademie haben wir, das haben wir. Wir bauen mal noch einen Stall hin. Haben alles gebaut sonst. Genau, das Ende ist noch der Stall. Der fehlt. Vielleicht ist das Voraussetzung. Könnt ihr voraus... Ach, weißt du, ich wollte eigentlich Stein abbauen. Jetzt tun wir Gold abbauen. Naja, was soll's. Gut. Hätten wir's. Was hier hinten ist, interjuckt uns nicht. Aha. Sensenstreitwagen weiterentwickeln. So, können wir jetzt mehr Einheiten? Verschiedenere Einheiten bauen? Nee, ne? Woran liegt das jetzt? Ach, hier bestimmt. Bedingung für Geschützturm. Bedingung für Zentorion. Ah, okay. Bekehrung feindlicher Gebäude. Reichweite für Bekehrung. Priester schneller. Lebenspunkte Priester erhöht. Priester bauen. Also wirklich ein Regierungsgebäude. Damit steht und fällt hier viele. Damit stehen und fallen viele Technologien. Nur Weiterentwicklung, Weiterentwicklung. Trireme, Weiterentwicklung. Aber man könnte auch mehrere Regierungsgebäude bauen, ne? Ja, okay. Ne, das wollte ich bloß mal kurz wissen. Und das Weltwunder dann halt noch, wenn wir es brauchen. Aha, okay. Na gut, dann wollen wir das mal kurz abwarten hier. Wenn wir jetzt hier die Mission beenden. Das würde mich ja schon mal interessieren, weil das ist ja jetzt die letzte Stufe in der Einführungskampagne. Dann wird es dann immer so locker leicht. Ne, hier haben wir noch keine neuen Einheiten. Hier auch noch nicht.
Stallakademie. Centurio erfordert, okay. Gepanzerter Elefant. Erfordert Eisenschild. Eine Lagerkuppel haben wir ja auch entwickelt schon. Metallfahrer, genau. Kavallerie. Was brauchen wir dazu aber? Eine Waffenschmiede haben wir. Eine Akademie haben wir. Das Bronzeschild ist noch nie entwickelt worden. Ach, wisst ihr was? Wir können bestimmt noch gar nicht alles bauen. Wir können bestimmt noch gar nicht alles bauen. Na gut. Das könnte sein, da wir uns im Szenario befinden, dass hier vielleicht noch einige Funktionen gesperrt sind, könnte ich mir vorstellen. Na, mal sehen. Gut, hier machen wir es erstmal fertig, hier das Ding. Oh, da war das Gebäude schon weg. Hier meine Hobliten, ey. Tanks sind das. Gebäude bekehren? Das ist verrückt, ey. Ach, der ist schon drin. Ah, hier oben haben sie eine kleine Lücke gelassen. Okay. Nein, das ist auch nicht gescheit mehr. Nur haut drauf, Leute. Vorrücken hier noch ein bisschen. Den Turm dort. Oh, vorsichtig. Komm, ich Speer an. Hier ist Regierungsgebäude. Ah, jetzt fängt er an zu heilen, okay. Warte mal, er das Ding kaputt macht, will ich erst mal gucken, was es noch so gibt. Was war denn das jetzt noch? Warum ist jetzt noch einer gestorben? Ein Stall hier hinten noch. Und mehr ist dann hier hinten nicht mehr. Okay, das war's. Also bis auf den Anfang, die Belagerung, wo die uns immer angegriffen haben, das war schon ein bisschen schwieriger. Muss ich sagen. Aber wir waren ja gut aufgestellt. Tut er wie die... Steine, dass sie brennen. Hey, ist mega, ne? Und die können auch über die Welle schießen, die Katapulte. Ja. Ach, die Elefanten schützen. Oh. So, Regierungsgebäude zerstört. Mission abgeschlossen. Sie haben gewonnen. Das Gebäude ist so gut wie eingestürzt. Wir haben gewonnen. Oh, jetzt haben wir Erfolg freigeschaltet. VO schließt die Einführungskampagne der Aufstieg Ägyptens ab. Ah, wird jetzt keine Gratulation oder irgendwas. Militär 215 Punkte, Wirtschaft, Religion 3. Kann man jetzt nicht direkt nachvollziehen. Ach, hier gibt es ja doch eine Zeitlinie. Ist ja auch cool. Das sind die Punkte wahrscheinlich. Aha, die haben das jetzt gegenübergestellt. Okay, mit den Prozenten wahrscheinlich. Okay, Neustart. Es ist ein glorreicher Tag jetzt. Für Pharao Thutmosis III. Das gesamte Kanaan wurde dem Reich hinzugefügt. Und Ägypten hat sein größtes territoriales Ausmaß erreicht. Die Schreiber werden von diesem Tag berichten und ihre Heldentaten werden bis in alle Ewigkeit bekannt sein. Der Pharao wird ihre Dienste jedoch erneut benötigen. Diese Eroberungen haben Ägypten auf Augenhöhe mit einem anderen Reich gebracht, das die ägyptischen Ansprüche auf diese Gebiete anficht. Machen Sie Ihren Streitwagen fertig, denn schon bald werden Sie sich im Krieg mit den Hethitern wiederfinden. Oh, mit den Hethitern. Ganz gefährliches Volk. Gut, hätten wir das geschafft. Einführungskampagne abgeschlossen. Unser Volk Ägypten blüht unter der Herrschaft. Die ägyptische Kultur. Darum Griechenlands als nächstes. Folgen Sie den Griechen.
Von deren Anfänger in die Bronzealter bis hin zum Höhepunkt der hellenischen Ära schlüpfen sie in die Sandalen von berühmten griechischen Helden Achilles, Perikles, Xenophon und Alexander dem Großen, und eine Zivilisation zu errichten, die die antike Welt vom Mittelmeer bis nach Indien umspannt. Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir hier die offizielle Kampagne weiterspielen. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen. Haut die Kommis rein, ne, damit ich Bescheid weiß, ob es euch gefallen hat oder was er sagt. Oder zoom mal mehr rein in die Karte, das sieht total blöd aus, man erkennt gar nicht. Oder zoom mal da raus oder irgendwas, schreibt's rein, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr das nächste Video nie verpasst. Haut rein, schönen Tag noch, tschüss.